herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause. Dankeschön. Was, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, wäre unser Leben ohne Musik? Musik macht gute Laune, Musik bringt uns zum Tanzen, aber Musik kann uns auch zu Tränen rühren, sie kann provozieren und manche sagen sogar, Musik hat eine heilende Kraft. Musik ist mein Leben, das ist unser Thema heute im Nachtcafé und ich begrüße dazu sehr herzlich Wolfgang Niedecken bei uns. Hallo. Ihr musikalisches Erweckungserlebnis hatten Sie in den 60er Jahren, als Sie eine Single der Beatles in der Hand behatten, war für Sie nichts mehr wie zuvor. Der Rock'n'Roll war in Ihr Leben getreten. Wie diese Leidenschaft noch heute Ihr Leben prägt und wie Sie mit Musik Geschichten erzählen, das erfahren wir von Wolfgang Niedecken. Obwohl Sie, Solomija Lukjanec, noch am Anfang Ihrer jungen Karriere stehen, sagen auch Sie, Musik ist mein Leben. Und tatsächlich, schon vor Ihrer Geburt hat Ihre Mutter Ihnen klassische Musik vorgespielt. Mit 3 standen Sie zum ersten Mal auf der Bühne. Und heute richten Sie Ihr Leben ganz aus auf Ihren großen Traum von einer Weltkarriere als Opernsängerin. Herzlich willkommen, Solomija Lukjanec. Als Konzertpianist spielte Musik schon lange eine bedeutende Rolle in Ihrem Leben, Stefan Schmidt. Doch ein gesundheitlicher Wendepunkt brachte Sie dazu, ein ganz besonderes Projekt anzugehen. Seit 10 Jahren leiten Sie einen Straßenchor, bestehend aus Obdachlosen und sozial Schwächeren. Warum die Musik für viele Menschen zum Rettungsanker wurde, davon berichtet Stefan Schmidt. Die Macht der Musik wissen auch Sie zu nutzen, Konstantin Wecker. Als Liedermacher sind Sie gerne politisch und rütteln auf. Mit Ihrer Musik und Ihren Texten wollen Sie den Menschen Mut machen und die Gesellschaft verändern. In welchen Momenten Musik für Sie ganz persönlich die größte Kraft besitzt, das erfahren wir von Konstantin Wecker. Sie, Nathalie Röder, verbinden mit Musik sehr schmerzhafte Erfahrungen. Nachdem Sie Ihre Tochter im 6. Schwangerschaftsmonat verloren, ertrugen Sie 1 Jahr lang nur Stille. Als leidenschaftliche Musikerin konnten Sie Musik weder machen noch hören. Wie Ihnen dann aber ausgerechnet Heavy Metal bei der Trauerbewältigung geholfen hat, das erzählt uns Nathalie Röder. Herzlich willkommen. Und wie sehr Musik Trost spenden und verbinden kann, das haben Sie, Rami Bassissa, auf einzigartige Weise erlebt. Auf Ihrer Flucht von Syrien nach Deutschland konnten Sie nur wenig mehr retten als Ihr Leben und Ihre Geige. Wie Sie mit Ihrer Musik anderen Flüchtlingen Hoffnung gaben und die Herzen der Menschen öffneten, das hören wir von Rami Bassissa. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen den Neurowissenschaftler und Psychologen Stefan Kölsch. Ein Leben ohne Musik ist für Sie nicht vorstellbar und Sie halten es außerdem für überhaupt nicht sinnvoll. Denn Musik, so sind Sie überzeugt, tut den Menschen einfach gut. Musik hält jung und sie hat positive Auswirkungen auf unsere Psyche. Herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Kölsch. Herr Wecker, was ist denn Ihre früheste Erinnerung an Musik? Ähnlich, wie Sie es gerade erzählt haben, von den beiden hier. Mhm. Mein Vater war Opernsänger, kein besonders erfolgreicher, was für mich ein großes Glück war. Er war zu Hause und nicht auf den Bühnen der Welt zu Hause. Mhm. Er hat viel gesungen, meine Mutter hatte eine schöne Stimme. Wir haben im Endeffekt ein paar Schellackplatten gehabt und das war Oper. Wenn Musik gehört wurde, dann ganz bewusst im Radio, klassische Musik. Und meine einprägendste Erinnerung ist sicher, als ich angefangen habe, mit meinem Vater zusammen als Sopran die großen romantischen italienischen Opernduette zu singen. Und ich war eine
Großartige Traviata. wenn wir bei den ersten Momenten sind, Wolfgang Niedecken, gab es jemanden, der kölsche Lieder, Einschlaflieder vorgesungen hat? Oder was waren die ersten Momente? Nein, ich glaube, das erste Lied, an das ich mich erinnern kann, war Pack die Badehose ein von Conny Froges. Ja. Das, da kann ich mich gut dran erinnern. Und, nimm deine kleine Schwester. Ganz genau. Und dann Peter Kraus, den gab es, aber den fand ich nicht gut. Das war irgendwie merkwürdig. Und mein Vater stand auf Gitte, ich will einen Cowboy als Mann. Ja. Das fand er ganz toll, das Lied. Und meine Mutter hat viel Hildegard Knef gehört. Ah ja, da kann man nichts gegen sagen. Ja, wunderbar. Man kann auch nichts dagegen sagen, dass mein Vater, ich will einen Cowboy als Mann gut fand. Aber so hat halt jeder seinen Geschmack. Alles gut. Solomia, Ihre Mutter ist Musikerin, inhaliert Musik, Ihr Vater ebenfalls. Wurde Ihnen die Musik quasi in die Wiege gelegt? Also ich bin Musikerin in der fünften Generation. In der fünften Generation? Holla. Mhm. Meine ganze Familie besteht fast nur aus Musiker, außer meiner Oma, die Ärztin ist. Mhm. Und ja, ich wurde so erzogen von meiner Kindheit, als ich noch ganz klein war, habe ich nur klassische Musik gehört. Und dadurch wurde ich auch inspiriert und dadurch hat sich auch bestimmt meine Stimme hervorgerufen. Herr Kölsch, viele von uns verbinden ja mit Musik auch Erinnerungen. Ja, sei es die erste Liebe, der erste Liebeskummer oder auch traurige Phasen im Leben. Warum sind denn Musik und Erinnerungen oft so verwoben miteinander? Also, warum ist ganz schwer zu sagen, aber zunächst einmal ist es ja ein faszinierendes Phänomen, dass wir ganz besondere Erinnerungen mit Musik haben. Wenn Sie im Textbuch für Neurowissenschaft oder Psychologie nachlesen, dann finden Sie nichts über ein Gedächtnis zu Musik. Das gibt es aber. Das können wir zum Beispiel bei Patienten sehen mit neurodegenerativen Störungen, wie Alzheimer-Patienten. Die können teilweise ihre eigene Tochter nicht wieder erkennen, aber die können sich an Musik erinnern. Den Cowboy sogar als mit Mann, Text. An den erinnern Sie sich? Können die sogar mitsingen. Können Sie mitsingen. Mhm. Und fühlen auch die Emotionen, die sie damals gefühlt haben, als sie diesen Song zum ersten Mal gehört haben, als sie sozusagen ihren ersten Kuss vielleicht hatten oder erste Liebe etc. Musik, wenn wir sie hören, ruft nicht nur die Erinnerung an die Erlebnisse hervor, sondern eben auch die Emotionen, die damit zusammenhängen. Und, also da habe ich wunderbare Erlebnisse mit. Da gibt es eine Band, die in Hannover, der Schlagzeuger von Fury in the Slaughterhouse hat das ins Leben gerufen. Und die spielen diese ganzen alten Stücke, die Generation der alten Herrschaften, teilweise dann eben auch dement, in den alten Heimen, und ich bin da mal mitgekommen, das war sowas von bewegend. Also meine Mutter ist auch dement gewesen am Ende ihres Lebens, und das war sowas von großartig, wie die auf einmal, die wollen sogar wieder tanzen. Das geht auf einmal wieder ab. Sensationell. Großartig. Ja. Unser Thema ist heute, Musik ist mein Leben. Würden Sie das unterstreichen? Musik ist mein Leben? Ja, weil ich die Musik subsumiere unter dem Gesamtbegriff Poesie. Also ich würde eigentlich sagen die Poesie, aber das ist, sind ja alles nur Symbole. Und da gehört natürlich die Musik dazu, aber auch ein mich wahnsinnig anrührendes Gedicht von Rilke zum Beispiel, das ist ja auch Musik. Darum ist Rilke lustigerweise schwer zu vertonen, ja, weil er so viel Musik schon in sich hat. Ja, würde ich sagen, es ist mein Leben. Mit Ihrer Musik bzw. mit der Poesie haben Sie auf jeden Fall viele Zuschauerinnen und Zuschauer hier schon über viele Jahrzehnte begleitet. Ich singe, weil ich ein Lied hab. Seit fast einem halben Jahrhundert füllt er als Poet des Widerstands die Konzertsäle der Republik. Konstantin Wecker macht sich ab den 1960er Jahren einen Namen mit seinen oft anklagenden Liedern. Sein Durchbruch 1977 mit dem Polizong Willi. Der Liedermacher feiert große Erfolge. Doch sein exzessiver Lebenswandel wird ihm zum Verhängnis. In den 90er Jahren der Absturz, Negativschlagzeilen, Kokainabhängigkeit und Untersuchungshaft. Aber Konstantin Wecker kehrt gestärkt ans Klavier zurück und hat sich Wut und Tatendrang bis heute bewahrt. Konstantin Wecker. Sie haben ja gesagt, wie wichtig schon im Elternhaus die Musik für Sie war. Wurde diese Musik denn auch immer mal nebenbei so gehört oder war das immer so was ganz Bewusstes? Immer bewusst.
Und wir haben auch ganz bewusst Musik gemacht. Und ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, dass sie nicht aus mir, ich habe wirklich eine sehr schöne Knabenstimme gehabt, so, was weiß ich, so einen Versuch gemacht haben. Wir hatten nie Geld, aber ich hätte ja auch so ein Heintje oder so irgendwas, also ein kleines Schlagersternchen oder irgendwas, haben sie nie probiert. Sondern wir haben Musik gemacht, weil wir leidenschaftlich gern Musik musiziert haben. Mein Vater und ich, und mein Vater hat diese Größe gehabt. Ich habe zurzeit in meinem Programm ein Gedicht, das ich für ihn habe, weil das ist unvergesslich. Er hatte die Größe, als erfolgloser Mann, aber immer weiter zu singen, zu üben, seine Solfeggien zu machen. Und er hat eigentlich an dieser Erfolglosigkeit nicht gelitten. Hat mir sehr viel zu denken gegeben. Vielleicht ist es manchmal ganz gut, gar keinen großen Erfolg zu haben. Kann man besser zu sich finden. Herr Niedecken, wie sieht es aus bei Ihnen? Hören Sie heute, wenn wir beim bewussten Hören sind, setzen Sie sich heute noch hin mit Kopfhörer oder einfach alleine irgendwo hin und sagen, jetzt höre ich Musik, lass mich überhaupt nicht mehr ablenken und bin ganz da drin? Machen Sie das so? Es wird immer schwerer, ehrlich gesagt. Wenn mittlerweile haben die Autos keine CD-Player mehr drin. Das ist für mich ein großes Problem, weil ich bin überhaupt nicht technikaffin. Ich finde es wunderschön, mit einer CD ins Auto zu gehen, das Ding während des Autofahrens zu hören, ganz intensiv. Wenn ich zu Hause bin, werde ich das nicht tun. Zu Hause habe ich immer irgendetwas anderes zu tun und da leide ich eigentlich drunter. Man müsste dann sich diese CD aufnehmen, und dann per Bluetooth, weiß der Geil, das ist mir alles viel zu viel. Also ich möchte dann lieber das Ding, früher war das immer so, dann habe ich mir bestimmte, je nachdem wie lange ich fahren musste, habe ich mir meine CDs mit ins Auto genommen. Ich wusste genau, das werde ich hören. Bin einmal bis nach Marokko alleine gefahren und habe mir vorgenommen, du hörst von zu Hause, von unserer Haustüre bis an die Stelle, wo ich die erste Stelle in Marokko, wo ich hin wollte. Das war Chef Chaouen im Riffgebirge. Und ich habe es wirklich geschafft, alle Dylan-CDs durchzuhören. Auf dem Weg nach oben in dieses wunderschöne Dorf, die letzte Nummer vom letzten Album. Das war großartig. Das war das ganz großartig. Wird Musik immer mehr zur Begleitmusik, zur Fahrstuhl-, zur Kaufhausmusik für nebenher? Oder gibt es noch diese Kultur, dass wir ganz bewusst Musik hören, Herr Kölsch? Ich würde sagen, beides. Musik trägt eben auch zur Atmosphäre bei und ist dann attraktiv für Cafés, Restaurants, Hotels und so weiter. Und dann wird oft auch nicht Rücksicht darauf genommen, dass es Leute gibt, die vielleicht auch einfach gerne mal Ruhe hätten im Fahrstuhl oder am Frühstücksbuffet im Hotel vielleicht nicht unbedingt Dvořáks neue Sinfonie hören. Sind Sie denn mit klassischer Musik groß geworden? Wann haben Sie denn erkannt, dass es auch was anderes gibt? Mich hat es am Anfang, ehrlich gesagt, weil ich habe die Beatles erst viel später schätzen gelernt. Als die ersten Beatles-Songs waren, war auch ein bisschen arrogant, habe ich gesagt, ach komm, hört mit dem Schwanner, hört euch Beethoven Violinkonzert an, ist viel stärker. Und ich wurde dann, also deine Beatles-Erweckung war bei mir Janis Joplin. Als ich zum ersten Mal Janis Joplin gehört habe, habe ich gewusst, es gibt noch eine ganz andere Musik, die macht auch Hosenknöpfe auf. Da tut sich was, ja, die ist körperlich. Weißt, Hemdenknöpfe, wollte ich sagen. Und eine Musik, die der Soul und der Rhythm and Blues, der hat mich dann gepackt und der Blues. Ja. Hatten bei Ihnen denn die Beatles auch was mit Hemden oder Hosenknöpfen zu tun? Oder? Nein, also ich habe vorher Musik eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich muss so 14 gewesen sein und was gab es für uns? Was gab es? Marschmusik, Kirchenmusik, Pfadfinderlieder, Schlager, wo ich nichts mit anfangen konnte. Es war nichts für uns dabei und plötzlich ging das los. Da kommt jemand, der mit seinen Eltern in London war und hat da eine Beatles-Platte sich zugelegt. Wir haben das gehört, das ist ja Wahnsinn. Und dann gab es dann auch Fotos. Die Bravo war damals noch sehr wichtig. Dann hat man da reingeguckt, dann wusste man auch, wie die aussehen. Und das waren also drei Typen, die spielten Gitarre und einer spielte Schlagzeug und einer von denen hatte die Gitarre falsch rum. Das war dann der Bass, das war Paul McCartney. Und vorher waren wir noch Pfadfinder oder wir waren im Wald und haben Indianer gespielt und dann haben wir halt Beatles gespielt. Ja, und dann wurden auch die Instrumente verteilt. Ich war dann der mit der Gitarre, die falsch rum war, also ich war Paul McCartney. Und dann haben wir die Platte laufen lassen und haben so getan, als wenn wir das spielen würden. Playback halt. Ja. Ich meine, diese Erlebnisse, die beschreiben Sie wie heute,
Gibt es ein bestimmtes Lebensalter, in dem wir Musik auch besonders intensiv wahrnehmen? Es gab letztes Jahr eine ganz interessante Analyse von Spotify-Daten, wo man geguckt hat, wie alt sind eigentlich die Leute, die welchen Song am öftesten hören. Und da hat man gefunden, dass die Songs von denjenigen am öftesten gehört werden, die bei der Veröffentlichung des Songs 13, 14 Jahre alt waren. Die Mädchen sind ein kleines bisschen jünger als die Jungs. Und das heißt natürlich nicht, dass die auch von anderen Altersgruppen gehört werden. Also zum Beispiel Verdammt lang her wird eben am häufigsten von Leuten wie mir gehört, um die 50. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass sie auch nicht auch, also die werden ja auch von 20, 30-Jährigen gehört. Mhm. Aber halt am häufigsten von denjenigen, die damals so den also vielleicht hat das Alter, auch was damit zu tun, ja dass, zu dem. Dass bestimmte Songs einen auch in der Pubertät abholen. Mhm. Also genau. Die erste Beatles-Single war auf der einen Seite war From Me to You. Wir konnten nicht gut Englisch. Die Rückseite war Thank You Girl. Das hat uns in der Pubertät erwischt. Was haben wir uns da alles vorgestellt, was da abgehen würde? Und das war wunderschön. Großartig. Wenn Sie auf der Bühne stehen, ich glaube, das ist etwas, das haben einige von Ihnen, ja, Menschen wie mir und Menschen, vielen von Ihnen auch voraus. Da sind Hunderte von Menschen, Tausende von Menschen. Was ist da das Faszinierende, das nach wie vor Faszinierende daran für Sie, Herr Wecker? Also ich muss sagen, im Moment ist es wirklich, oder seit 2 Jahren spüre ich wirklich ganz deutlich, dass Musik Mut machen kann. Mhm. Musik und Texte. Leute, die, ich habe einen ganz typischen Mail mal bekommen von einem älteren Herrn, jünger als ich, aber trotzdem ein älterer Herr. Und der hat geschrieben, lieber Herr Wecker, ich habe eigentlich mir gedacht, man kann sowieso nichts mehr machen. Ich lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Was soll ich mich noch engagieren? Jetzt war ich in Ihrem Konzert und ich verspreche Ihnen, ich engagiere mich weiter. Und das ist typisch, im Moment ist es wirklich typisch, der Hannes Wader und ich, wir waren mehrmals auf Tournee und uns wurde immer vorgeworfen, naja, jetzt singt er seit 40 Jahren für eine gerechtere Welt, schaut euch doch die Welt an, so wie sie ist, ihr habt ja nichts erreicht. Dann sagt der Hannes, die Frage ist unfair gestellt. Wie sähe die Welt aus, wenn es die vielen Mosaiksteinchen nicht gäbe, zu denen wir gehören, aber auch viele engagierte Leute, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe und wo auch immer, Sachen, die du machst, wir, ganz egal, die müssen gar nicht berühmt sein. Wie sähe die Welt aus? Noch viel schrecklicher. Also lass uns diese Mosaiksteinchen sein und da kann Mut, Musik wirklich ermutigen. Und das ist schön. Die Leute haben das Gefühl, ich bin doch nicht allein. Ja. Wenn Sie das so sagen, ist das ja so, Musik kann etwas bewegen. Was ist denn das, was Sie derzeit ansprechen? Was ist denn das, was Sie bewegen wollen, was Sie vielleicht aufregt und wütend macht? Ich war 2 Jahre mit einem Programm unterwegs, das hieß Poesie und Widerstand. Ich bin mir mittlerweile klar, dass Poesie Widerstand ist. Und warum? Weil die Poesie in den Herrschenden etwas wecken kann, was sie auf dem Weg zur Macht sich verbieten mussten. Nämlich, was ich für die höchste Errungenschaft des Homo sapiens halte, Mitgefühl. Mitgefühl, Empathie, Menschlichkeit, Menschsein wirklich. Und das musst du auf dem Weg zur Macht, musst du sowas ablegen, sonst kannst du nicht wirklich mächtig werden. Und nicht umsonst werden doch in angehenden Diktaturen als erstes die Dichterinnen und Dichter, die Bücher werden verbrannt, die Dichter werden des Landes verwiesen, die Künstler werden des Landes verwiesen. Was haben wir für unglaubliche, wundervolle Künstler in der Weimarer Republik gehabt, also in der Zeit vor der Machtergreifung, für großartige Künstler, die niedergemetzelt wurden. Warum wurden sie niedergemetzelt? Sie haben Gedichte geschrieben. Und da ist etwas angerührt worden. Wahrscheinlich haben eben diese Mächtigen und diese Herrschenden das nie wirklich erfahren. Zärtlichkeit und Liebe. Zärtlichkeit und Liebe ist etwas, was ihnen Angst macht. Und wir sollten ihnen Angst machen. Und wenn dann zum Beispiel so ein kleiner poetischer Film wie in Österreich über Herrn Strache kommt, dann kann er doch viel bewirken. Ich muss es ausdrücklich sagen. Ich hoffe, dass jetzt endlich mal vielen Menschen auffällt, dass die große Lüge der Rechtspopulisten, sie seien die Partei des kleinen Mannes. Das hat noch nie gestimmt. Die Nazis waren auch nie die Partei des kleinen Mannes. Sie waren immer vom Großkapital und von der Großindustrie gesponsert. Sonst hätten sie nie an die Macht kommen können. Und so ist es auch. Die Rechtspopulisten sind die Freunde des Kapitals und nicht die Freunde des kleinen Mannes. Ja. Herr Wecker. Nochmal
auch zu Ihnen persönlich. Wo sind Sie eigentlich mehr Sie selbst? Auf der Bühne oder außerhalb? Im Alltag? Ich glaube auf der Bühne. Ich werde nie vergessen, ich war ein großer Bewunderer von meinem wirklich Lehrmeister Hans-Dieter Hüsch. Du kennst ihn sicher noch. Ich weiß nicht, kennt ihr den Hans-Dieter Hüsch noch? Ich glaube schon, ja. Und ich habe mich immer so wahnsinnig gewundert. Der Hans-Dieter hatte einen kleinen Hinkefuß. Und wenn der auf der Bühne war, da war der so unglaublich bei sich und in sich. Ich habe ihn unglaublich bewundert. Und nachher stand ein eher schüchternes Männlein da. Und und es war nicht, dass er auf der Bühne auch was Besonderes gemacht hat, sondern da war er wirklich er selbst. Mhm. Und ich glaube schon, es ist ja auch, hat ja auch was mit fast was Meditatives. Der Buddha sagt so schön, es gibt so viele Arten zu meditieren, wie es Menschen gibt. Und wenn du kannst auf der Bühne, das wird mir jeder bestätigen, nicht die ganze Zeit, aber für ein paar Minuten so versinken, dass es den ganzen Blödsinn nicht mehr gibt, der uns immer wieder denkt und quält, an gestern denken, an Sorgen denken, an morgen denken, an was weiß ich, dieses Ganze, wo es uns denkt, nicht wo wir denken. Und das kann verschwinden in diesen wenigen Momenten. Und das ist schön. Und da braucht es eigentlich gar nicht unbedingt den Applaus und das Publikum dazu. Das wollte ich gerade fragen. Ich höre versinken, ich höre Mut machen, ja. Ich höre nicht Applaus. Nein, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin des Applauses wegen nicht auf die Bühne. Es ist natürlich blöd, wenn man keinen Applaus hat, das ist blöd. Aber das ist nicht der Grund gewesen. Mhm. Es gibt von Pablo Casals, dem großen Cellisten, einen wunderbaren Satz. Es ist nicht der Applaus, es ist die Stille, die den Künstler ehrt. Und es gibt manchmal Momente nach einem Lied, wo eine Stille ist, wo die Leute sich fast nicht zu applaudieren trauen. Und das ist wunderschön. Da ist eine Liebe im Raum. Und ich glaube, ich habe mit meinem Publikum ein Liebesverhältnis. Oh, das hört sich nicht schlecht an. Es gibt einen berühmten Musiker, der hat mal gesagt, wenn ich auf Tournee bin, dann habe ich diesen Rausch, dann habe ich den Applaus und hab dieses Leben und dann komme ich nach Hause und da ist da auf einmal nichts. Ja, da ist nichts mehr von diesem Rausch, da ist auf einmal Stille. Und ich würde noch erwarten, dass irgendwer noch mal ein bisschen den Lichtschalter an- und ausmacht, damit ein bisschen was da ist, dass ich ein bisschen gefeiert werde. Geht es Ihnen dann auch so, wenn Sie in den Alltag zurückkehren? Ich glaube, früher war das schon ein Problem. Das sind auch einige der Gründe, warum man in Drogen und in alles Mögliche abrutscht, dass du sagst, du willst etwas aufrechterhalten, auch eine Lebendigkeit und Dinge und dann plötzlich bist du allein in deiner oftmals sehr hässlichen Garderobe und dann, das ist durchaus heute genieße. Also Rausch hat nichts mit sehr. Musik zu tun, sondern mehr so mit dem Lebensstil oder mit der Spannung, die man... Dieser Lebensstil, dauernd auf Tournee zu sein. Mhm. Ja. Also mit der Anspannung und auch, also wenn man von Schauspielern hört man das auch oft, das Nachpremieren, die Nachpremieren-Depression. Also man bereitet sich auf irgendwas vor und dann ist es vorbei. Aber ich meine, gut, bei ihm ist das nächste Konzert am nächsten Tag. Insofern kann man da gar nicht so unbedingt reinkommen. Aber ist natürlich so, wenn man sich wahnsinnig mit was beschäftigt und plötzlich ist das weg und man hat womöglich nichts. Das ist traurig. Wie viele Ihrer aktuellen oder früheren Bandkollegen hatten mal ein Alkohol- oder Drogenproblem? Also ich glaube, bei uns ist da nicht so furchtbar viel gelaufen, obwohl natürlich Probleme auch, es gab auch Probleme, aber wir betreiben jetzt MAP seit 42 Jahren. Da ist in jedem Jahrzehnt hat sich da was anderes abgespielt. Und man geht auch unterschiedlich, je älter und je erfahrener man wird, je reifer man wird, geht man auch mit dem Zustand, auf Tournee zu sein, um. Also, genau. Ich genieße es, auf Tournee zu sein, weil ich dann endlich das ausprobieren kann, was ich mir ausgedacht habe, was ich meine Band ausgedacht habe, wie das vor den Leuten kommt. Und dann, ich wundere mich manchmal, mittlerweile wundere ich mich natürlich nicht mehr, dass diese 3:15, die wir ohne Pause auf der Bühne stehen, wie schnell das vergeht. Ich werde immer wieder gefragt, wie hältst du das eigentlich aus? Wir erinnern immer der Jüngste. Das ist, vielleicht spielen wir dann in 2 Jahren mal 3:14:05. Also, aber die Zeit vergeht im Flug und man genießt es, wenn man sich auf die Leute einlässt. Man sieht auch, wie die sich freuen. Ja, sehen Sie da sind. Sehen Sie in die Gesichter? Ich könnte nie vor einer schwarzen Wand singen. Ich will die Leute sehen und es gibt so viel Energie. Irgendein Licht im Zuschauerraum haben. Das gibt so viel Energie. Manchmal sage ich, die Leute machen sich ihr Konzert selber. Sie haben ja über Ihr Elternhaus gesprochen und wie intensiv Sie es alle geliebt haben, als Sie noch klein waren, Musik zu hören und das gemeinsam zu zelebrieren.
Als Sie älter waren, als Ihre Eltern viel älter waren, gab es denn da auch noch Momente, die Sie nicht vergessen, wo die Musik auch noch mal zu so einem Gemeinschaftserlebnis wurde? Es gab einen unglaublichen Moment, als ich meine Eltern dann später eingeladen habe nach Verona und wir haben die Butterfly gehört. Mhm. Und beim Einzug der Blumenmädchen schaue ich nach rechts zu meiner Mama und nach links zu meinem Papa. Und wir haben mit dem gleichen Takt und gleichen Ton alle Tränen in den Augen gehabt. Und haben uns, ja, wahrscheinlich eine Erinnerung eben an früher, wie auch immer. Das werde ich nie vergessen. Das war ein unglaublich zauberhafter Moment. Und ich hab mir irgendwann geschrieben, ich bin mit der Pubertät, also nachdem ich meine Stimme verloren hatte, bin ich aus dem Paradies um ein paar Oktaven tiefer in die Niederungen meiner Fleischlichkeit gefallen. Und es war für mich im Rückblick ein paradiesischer Zustand. Ich meine, dauernd so wunderschöne Musik singen dürfen ich wurde auch nicht gequält mit irgendwelchen Gesangsunterricht. Ich habe mir einfach meinen Vater angehört und hab nachgesungen. Ja. Und Die Übungen auch? Bitte? Die Übungen? Nein. Ich habe mir Callas angehört immer. Mhm. Und gibt es so ein paar Aufnahmen. Mama hat dann Aufnahmen gemacht. Parigi, caro, noi lasceremo. Parigi. Ein paar Oktaven höher. Aber ich finde, das hat einen Applaus verdient. Ich meine, Sie leben schon seit Jahrzehnten mit der Musik, auch von der Musik. Sie haben Erfolg. Sie, Solomia, sind 18, stehen am Anfang, haben Träume. Wie wichtig ist in Ihrem Leben Musik? Musik ist wirklich, das passt jetzt zum Titel, Musik ist wirklich mein Leben, weil seitdem ich mich an mich erinnern kann, ich mache die ganze Zeit Musik, wirklich seitdem ich klein bin. Musik begleitet mich und hauptsächlich ist es klassische Musik, Operngesang. Mhm. Aber auch jetzt, seitdem ich in der Pubertät bin, so gesagt, auch andere Genres. Zum Beispiel? Ich bin ein sehr, sehr großer Rock-Fan. Aha, okay. Geht doch. Ja. Als ich 14 war, meine zwei Ikonen waren David Bowie und Marilyn Manson. Mhm. Mhm. Das war bestimmt, weil ich so ein kleines Rebell war in der Pubertät, weil ich irgendwie meine Emotionen freilassen musste. Mhm. Und Musik hat mir dabei geholfen. Ich habe das gehört, ich habe mich dann so gefühlt, als ob die Musik zu meinem inneren Zustand passt. Und deshalb war ich dann so von Rockmusik begeistert. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen ruhiger geworden. Und ja. Wann hatten Sie Ihren ersten Auftritt? Also, wenn ich meiner Mutter glauben kann, mit 3 Jahren. Wir müssen Sie auf jeden Fall erleben als kleines Solomia und schon ganz groß. Wie alt waren Sie da? Da war ich 6, wenn ich mich nicht irre. 6,5. 6,5 Jahre alt. Und hat Ihre Mutter Sie denn so langsam auch in diese Richtung buxiert? Ja, buxiert, man kann das so nicht nennen. So, wenn ich jetzt meine Geschichten, die meine Mutter mir erzählt hat, anhöre, wurde ich mit 3 Jahren einfach auf die Bühne geschubst, habe angefangen zu singen. Dann habe ich den Applaus bekommen und war davon so begeistert, dass ich wahrscheinlich, so gesagt, auch zu einer Rampensau geworden bin. Ich war so begeistert von der Bühne, vom Publikum. Das war ein Wettbewerb, wo von jedem Kindergarten irgendein Kind geschickt wurde. Das war in Ukraine, in Kiew. Und ich wurde dann von meinem Kindergarten geschickt, weil ich anscheinend singen konnte. Und ja, viele Kinder sind einfach in Tränen ausgebrochen, haben Angst bekommen, weil da so viele Leute saßen. Das war wirklich schon eine große Bühne für 3-4-jährige Kinder. Und ich bin da einfach auf die Bühne gegangen, habe da die ganzen Leute gesehen. Oh mein Gott. War gleich ihr Ding.
Aber ja. Du hast gewonnen, du hast den ersten Preis bekommen. Ja, Kindergarten hat einen großen Fernseher bekommen und Solmeer hat bekommen ein großes Kuscheltier. Toll. Und Sie sind Ihre Mutter. Erstmal herzlich willkommen, Frau Blinova, bei uns im Nachtcafé. Wenn wir über die Anfänge reden, ist es richtig, dass Sie ihr schon während der Schwangerschaft Musik vorgespielt haben? Leider ja. Das ist wahr. Wieso leider? Ich bin auch Musikerin, ich spiele Klavier und wenn ich war schwanger, ich habe viele Konzerte gespielt, zusammen mit Solomir. Und sie hat manchmal mich abgelenkt, weil es ein bisschen Schubs in meinem Bauch, manchmal hat mir geholfen. Aber ehrlich zu sagen, ich wollte nie, dass mein Kind zum Musik gehören wird. Weil ich wusste, dass das ist ganz nicht einfacher Weg. Aber welche Wirkung hat das, wenn man während der Schwangerschaft Musik hört als Frau? Auch für also zum einen kann es natürlich die Mutter entspannen. Und alles, was die Mutter entspannt, ist normalerweise richtig gut für das Ungeborene. Es ist aber auch so, dass der Fötus im Mutterleib schon hören kann in den letzten Schwangerschaftsmonaten. Und das Baby dann auch nach der Geburt, das im Mutterleib gehörte, tatsächlich wiedererkennen kann. Also zum Beispiel Lieder, manche legen sich eine Spieluhr auf den Bauch oder auch Musik, die über die Stereoanlage oder so lief. Und ja, das kann das Kind dann tatsächlich auch wiedererkennen, das Neugeborene. Und das beruhigt das Baby dann auch. Es geht ja nicht nur ums Hören. Meine Mutter war auch auf der Bühne, während sie schwanger war und hat auch selber Musik gemacht. Deshalb, das könnte ja auch eine sehr, sehr große Wirkung haben. Jetzt ist es ja so, Sie haben auch gesagt, es ist hart. Ja, es ist Wettbewerb. Wie viel Anstrengung steckt denn auch dahinter? Wie viel Üben? Das ist unglaublich viel Anstrengung und vor allem ist das Üben. Aber das andere, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist auch psychische Einstellung. Wie man sich fühlt, ob man nervös ist vor Auftritt, ob man irgendwie Rampenfieber bekommt oder sowas. Und aber wie viele Stunden sind das am Tag? Das kann man jetzt nicht so ganz sagen, weil es hängt individuell ab. Die Stimme ist leider kein Instrument. Die Stimme ist auch was Lebendiges. Und die Stimme hat auch eigenen Charakter, man kann so sagen. Man muss mit der Stimme sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und man muss natürlich viel üben, jeden Tag, mindestens 2-3 Stunden. Aber man darf, es ist sehr auch wichtig, man darf nicht überarbeiten. Weil die Stimme, das sind Muskeln. Wenn man auch zu viel Sport macht, dann bekommt man danach auch Krampf. Und wenn Sie schon den Sport ansprechen, weil man merkt, das ist Ihre Leidenschaft. Ich war früher Sportler, aber das hat in meinem Leben auch bedeutet, wenn die anderen am Wochenende Party hatten, dann war ich entweder gar nicht da oder ich musste weg, wenn es gerade spannend wird. Was bedeutet das denn für Ihr Leben? Das war natürlich auch so bei mir. Ich musste mich als Kind sehr, sehr oft entscheiden zwischen Kinder, die im Garten gespielt haben und zwischen Üben mit meiner Mutter. Ich habe dann natürlich auch für mich die richtige Entscheidung getroffen und bin dann zu Hause beim Üben geblieben, weil ich wusste, was mich danach erwartet. Aber ich habe ja gerade auch was von Marilyn Manson gehört und von so ein bisschen Protest. War da denn auch eine Phase, wo Sie gedacht haben, Ja, das war Phase mit schwarzer Lipstick mit Lederjacke. Und sie hat eine, ich glaube, am besten Geschenk in seinem Leben bekommen, vor ein paar Jahren. In Kiew war Konzert mit Marilyn Manson und sie hat ein Ticket bekommen. Und Sie sieht jetzt wie ein Opernmädchen. Sie können nicht glauben, wie hat sie ausgesehen. Aber haben Sie sie denn dann eingefangen? Haben Sie gesagt, du gehst nicht weg in Ihrer Protestphase oder du gehst nicht in die Disco? Nein, warum? Sie muss in viele Richtungen gucken. Nicht nur die Opern. Und ist sie denn, weil Sie ja auch sagen, ja, das ist anstrengend, ist sie denn fleißig oder würden Sie sagen, auch manchmal ein bisschen faul? Ich wollte sagen fleißig, aber sage ich nicht. Okay. Weil manchmal auch fleißig. Wenn sie weiß, dass sie hat ein wichtiges Konzert oder Wettbewerb, sie ist wirklich fleißig wie niemand. Aber manchmal sie lässt sich ein bisschen in Internet surfen und faul. So weiter. Alle Menschen sind es gibt faul. Auch natürlich Tage und Phasen, wo man denkt, oh mein Gott, ich will überhaupt nichts machen, ich will nur im Bett bleiben und einfach schlafen den ganzen Tag lang. Natürlich alle Menschen haben sowas, aber wenn man weiß, was man vor sich hat, wenn man ein Ziel hat, dann findet man auch irgendwo die Motivation aufzustehen die Kräfte, und was ja. zu machen. Kräfte. Was ist denn Ihr großer Traum so musikalisch gesehen? Mein größtes Traum ist wirklich, eine weltbekannte Opernsängerin zu werden und die Menschen mit meiner Stimme zu inspirieren, in allen möglichen Opernhäusern der Welt zu singen. Und, ja.
Und ich meine, das ist wie im Sport, es ist ein hartes Geschäft, es ist Konkurrenz, es ist Wettbewerb. Angenommen, das klappt jetzt nicht so ganz, gibt es irgendeinen Plan B? Mein Plan B ist, dass mein Plan A funktioniert. Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall alles Gute, wohin der Weg auch immer führt. Herr Schmidt, auch Ihnen wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sie sind Sohn eines Chordirigenten, sind selbst auch ausgebildeter Pianist, haben Musik studiert. Sie waren auch schon als Musiker sehr erfolgreich, also auf dem Weg, wie Sie sich ja jetzt aufmachen, da waren Sie auch schon. Aber dann sind Sie bei einem Wettbewerb zusammengebrochen. Was ist da passiert? Ich hatte eine Herzmuskelentzündung und bin dann auch sofort ins Krankenhaus gekommen. Und habe dann erst mal 10 Jahre überhaupt nicht mehr gespielt. Also gespielt schon, aber ich habe mir nicht zugetraut, noch mal irgendwie auf eine Bühne zu gehen, weil ich einfach Angst hatte, es könnte wieder was passieren. Die Ärzte haben mir auch davon abgeraten. Hatten Sie denn den Bogen überspannt, so von Ihrem Gefühl? Ja, ich hatte wahnsinnig viel zu spielen in der Zeit. Total verschiedene Stücke auch, verschiedene Klavierabende auch. Es kam so alles zusammen. Dann wurde ich ein bisschen krank und dann ist das eskaliert und war dann nicht schön. Wenn Sie sagen, 10 Jahre nicht mehr öffentlich gespielt und vorher war das Ihr Leben, nehme ich an. Hatten Sie dann auch sowas wie eine Sinnkrise oder wie ging es Ihnen dann in dieser Zeit? Also zuerst war ich mal froh, dass ich überhaupt noch gelebt habe. Mhm. Dann habe ich überlegt, so Stefan, was machen wir jetzt? Und dann habe ich erst mal viel unterrichtet, habe dann auch in London an Yehudi Menuhin School so für hochbegabte Jugendliche unterrichtet, habe dann wahnsinnig viel Wettbewerbsstudenten gehabt, die alles Mögliche gewonnen haben. Und ja, ich musste ja irgendwas machen, ne? Und habe mich dann da ausgetobt. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, macht mir bis heute Spaß, um Gottes Willen auch unterrichten. Aber dieses Spielen, eine Zeit lang habe ich tatsächlich kein Konzert besucht. Mhm. Das war mir ganz komisch. Mit der Zeit habe ich mich dann wiedergefunden und habe gedacht, also durch glückliche Umstände, auch durch tolle Kammermusikpartner, die ich dann kennengelernt habe, die gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal ein Konzert. So fing das eigentlich an. Und dann habe ich gedacht, das geht ja eigentlich wunderbar. Was habe ich denn hier für ein Blödsinn gemacht, 10 Jahre? Und ja. Und nach 10 Jahren kam dann aber auch eine andere Idee sozusagen in Ihr genau. Leben. Genau, in dieser Zeit, ich hatte dann ganz viele Wettbewerbsgewinner und habe gedacht, ja, ich kann jetzt noch 50 haben. Aber es wiederholt sich auch, ja. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, habe ein Mädchen in der U-Bahn gehört, singen gehört, sie hatte ihr Geld gesucht, tolle Stimme. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, was machen wir denn hier? Also dieses Mädchen wird nie irgendwie eine Chance im Leben haben. Die wird einfach da weiter vor sich hinschnorren, obwohl sie wahnsinnig toll war. Und dann habe ich überlegt, man muss doch hier auch was machen können. Und dann habe ich mir überlegt, sowas wie einen Straßenchor zu machen. Also so Leute überhaupt wieder auf die also für in eine Struktur zu bringen und auch ein bisschen pädagogisch zu bilden, dass da auch was ist. Genau. Und dann habe ich einen Chor aus Obdachlosen und Junkies gemacht. Genau. Und brauchten Sie da Überredungskunst, um dann die zukünftigen Sängerinnen und Sänger auch zu begeistern für die Idee? Oder wie war das? Nein, das war eigentlich nicht so schlimm. Schlimmer war, dass ich von keiner Seite Unterstützung bekommen habe, weder vom Berliner Senat. Also ich habe wahnsinnig viele Sachen geschrieben, weil man braucht ja erstmal einen Raum. Und ein Raum kostet Miete. Und den wollte ich jetzt nicht auch noch selbst bezahlen. Ja. Und dann fing es an, aber dann durch viele glückliche Umstände, auch dank der UFA und des ZDFs, hat man dann erstmal eine Serie gemacht. Und ich sagte, ja, ich mache das aber nur, wenn es auch sicher ist, dass dieser Chor weiter entsteht. Ich will nicht 6 Wochen lang mit den Leuten proben, gucken, ob das eine Aufführung wird oder nicht. Und anschließend schicke ich sie nach Hause, beziehungsweise auf die Straße. Ich wollte schon, dass es irgendwie nachhaltig ist. Und das war vor 10 Jahren. Den Chor gibt es immer noch. Und nur um mal einen Eindruck zu bekommen, hören wir da mal rein. Leonard Cohen, der Chor mit Halleluja. She tied you to a kitchen chair. She broke your phone. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hatten Sie denn das Gefühl, dass manche Ihrer Chormitglieder selbst überrascht sind von dieser Energie, die so ein Chor entfachen kann? Ich war mir eigentlich, also es war natürlich ein totales Experiment. Ich habe mir überlegt, was mache ich hier? Wird es funktionieren? Werde ich die Menschen wirklich verändern? Ich habe natürlich viel über Musik gelesen. Musik verändert Menschen, bla bla bla, denkt man erstmal. Ja, so hat man schon viel dummes Zeug gehört, denkt man, ja. Aber ich habe gedacht, okay, wir machen jetzt hier mal ein Forschungsprojekt mit dem Chor. Und ich habe den Eindruck, dass da wahnsinnig was passiert ist. Und Dean ist auch ein tolles Beispiel. Fragen dafür. Wir doch mal ein. Ja. Genau, sagen wir mal herzlich willkommen, Dean Merkens bei uns. Hallo. Dean. Sie hatten schon einige Jahre auf der Straße gelebt. Als Sie dann von diesem Chor erfahren haben, haben Sie dann gedacht, oh ja klar, da bin ich dabei? Nein. Oder haben Sie erst mal gedacht, was soll ich da? Ja. Nein. Was war Ihre Reaktion? Meine erste Reaktion, als ich das gehört habe, da gab es, gibt in Berlin natürlich so einige verschiedene Orte, wo man denn Obdachlose, Junkies etc. sich treffen können, da essen können, sich zusammen hinsetzen. Und da kam dann eine Sozialarbeiterin und hat von dem Chor erzählt. Und ich habe gesagt, von wegen ganz ehrlich, singen kann ich nicht, stell mir ein Schlagzeug hin, ich bin dabei. über einen dummen Zufall war es denn, dass ich wirklich mal mit dazugestoßen bin. Mir ist dann eine Kleinigkeit aufgefallen, über die ich dann mit Stefan geredet habe. Und ab dem Moment bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und hatten Sie, also Bezug zur Musik war aber vorher schon da? Bezug zur Musik ist sowieso immer da. Also meine Mom hat mit mir noch, ich glaube, 3-4 Stunden vor meiner Geburt noch Rock'n'Roll getanzt. Mhm. Also Musik immer. Und welche? Ohne geht nicht. Ach, sie ist schuld, dass du immer tanzt. Ja. Und welchen Stellenwert hat der Chor heute in Ihrem Leben? Teils Familie. Der Chor hat es geschafft, so intensiv zusammenzuwachsen. Es sind Leute, Generationen, Welten förmlich aufeinander geprallt. Wir hatten wirklich krasses Beispiel. Wir hatten zwei Satanisten, die sich auf einmal mit einem Pfarrer unterhalten haben. Und das gute Gespräche waren. Das Singen war das eine. Das danach sich zusammen hinsetzen und gemeinsam essen. Genau, es gibt immer... Das war das andere. Ja. Und das hat das Ganze noch richtig zusammengeschweißt. Sie haben dann auch Auftritte gehabt, große Auftritte vor vielen Menschen. Wir haben über die Reaktionen gesprochen. Was hat das in Ihnen ausgelöst, diese Reaktionen zu bekommen? Also unser erster Auftritt war dann wirklich der Generalauftritt in der UdK. Man sah Leute, die normalerweise gebückt gehen, Blick nach unten und auf der Bühne standen, Brust raus, gerade aufrecht. Wir waren auf einmal alle 5 Zentimeter größer. Nachdem wir dann den ersten Applaus bekommen haben, sind wir nochmal 40 Zentimeter gewachsen und dann natürlich gleich mit Inbrunst und voller Energie dabei. Klar, wir treffen nicht immer die sauberen Töne, aber was der Chor mit rüberbringt, ist das, was in meinem Leben sozusagen Musik ausmacht, und das ist Herz. Sie leben jetzt nicht mehr auf der Straße, Sie haben auch eine Arbeit. Ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr Angestellter, bin mit meiner Arbeit echt zufrieden, was zum Teil daran liegt, dass ich einfach mal in den 8 Stunden meine Musik laut hören darf. Welchen Anteil hat denn der Chor, dass Sie da sozusagen wieder auf die Spur gekommen sind? Einen wichtigen, einen sehr, sehr wichtigen. Wir hatten durch diese Regelmäßigkeit der Proben, hatten wir irgendwo wieder einen Punkt, wo wir Struktur hatten. Es gab dann Zeiten, wo man sagt von wegen, okay, jetzt ist halt Freitag, wir haben Donnerstag Probe. Freitag, gut, jetzt fängt dieses typische Berliner Nachtleben, sag ich mal, an. So, dann war Montag. Montag war immer scheiße. Und man konnte irgendwie nicht mehr warten bis Donnerstag. Dann haben sich eben auch Chormitglieder, die sich schon vorher als Freunde kannten, zusammen getroffen, haben dann sogenannte Sit-ins gemacht und dabei noch angefangen zu singen, haben uns dann sozusagen selbst mitgeprobt, was uns vorher so gar nicht aufgefallen ist. Was hat denn, wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese 10 Jahre, was bringt denn die Chormitglieder da Donnerstag für Donnerstag zusammen? Ist es die Lust am Singen? Ist es die Zusammengehörigkeit? Ist es das Herz? Was ist das?
Ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Das ist natürlich die Musik, das ist die Familie, das sind immer wieder neue Anforderungen. Ja, also am Anfang, nach 6 Wochen, die meisten Stücke waren einstimmig. Dann haben wir Carmina Burana von Karl Orff gemacht. Und es war natürlich schon mal was ganz anderes. Ne? Dann haben wir letztes Jahr La Bohème gemacht. Wir waren der Chor praktisch. Ne? Und es passiert immer was Neues. Und es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, sich auszutoben. Wir haben unser eigenes Musiktheater gemacht mit der Straßencarmina. Geht es auch um Selbstwertgefühl? Ich glaube, es geht sehr um Selbstwertgefühl. Es geht um Disziplin auch. Mhm. Ich glaube, ich bin sehr nett und freundlich. Aber ich habe schon den Anspruch, ich hätte gern 100%, ja, ich kriege die natürlich nie, aber ich möchte dahin und ich glaube, das spüren die Leute auch, dass ich nicht hier einen Strickkurs mache und die Leute beschäftige, sondern dass ich will mit dem Chor schon auch was erreichen. Also Sie möchten nur den richtigen Ton? Ja, ich möchte, dass die gescheit singen und dass es nicht peinlich ist. Sonst ist es also so wie da, das schäme ich mich mittlerweile, aber es ist 10 Jahre her. Mhm. Ja? Und das muss einfach alles besser werden. Und das spüren die. Und dass es besser werden kann und dass es halt Zeit braucht. Ich habe gesagt damals vor 10 Jahren, wenn irgendwann mal Dean arbeitet, dann kann ich den Chor aufhören. Jetzt arbeitet er. Und wehe, du hörst auf. Welche Wunder haben Sie sonst noch erlebt? Haben Sie gemerkt, dass es was gebracht hat in dem Leben der Menschen dort? Also es gibt so viele, die totale Alkoholiker waren. Und wir haben natürlich Regeln im Chor. Ne? Mhm. Also mich geht das Privatleben von niemand was an. Was sie anschließend nach der Chorprobe machen, interessiert mich nicht. Aber ich möchte gern, dass sie sauber und clean zur Probe kommen. Deshalb hatten wir früher die Proben auch immer morgens gemacht, um 11. Da war die Möglichkeit größer. Es hat sich dann aber geändert. Und vor allem die Leute vom Chor achten auch alle sehr drauf, dass keiner Mist baut. Also ich muss da nicht drauf achten. Ich bin auch kein Kindermädchen, also das möchte ich auch nicht. Aber ich glaube, dadurch haben sie Disziplin gelernt. Sie haben gemerkt, es geht eigentlich auch ohne. Und also gerade Matze, also der war total kaputt. Also er war praktisch tot. Der hatte eine Leberzirrhose. Der hat dann aufgehört zu trinken, trinkt bis heute nicht, arbeitet kaum zu glauben, als Spediteur. Dann unsere Kleinste, die war damals 14, als sie angefangen hat, die hat dann irgendwann Abitur gemacht. Er hat auch auf der Straße gelebt, Abitur gemacht, ich glaube mit 1,3. Und ist dann auf die Philippinen und wird jetzt anfangen zu studieren in Berlin. Und also das sind wahnsinnig viele tolle Sachen. Und eine Freundin von mir, die Sozialarbeiterin in der Obdachlosenhilfe ist, die hat gesagt, was du hier geleistet hast mit dem Chor oder was die geleistet hat, was wir zusammen gemacht haben, das mindestens nicht auf mich beziehen, das haben wir nie hingekriegt. Wir haben niemanden von der Straße gekriegt. Und man schafft es, aber das schafft man eben mit mehreren solchen Projekten. Also man muss die Leute ernst nehmen, man muss schon dahin gehen. Also ich möchte auch jetzt ein Projekt machen, wo man klassische Musik genau an den sozialen Brennpunkten macht. Also dann sollen die Konzertgänger, die auch in die Philharmonie gehen, auch dorthin gehen. Einfach das mal umdrehen. Das finde ich wichtig, weil ich finde, für mich, es war immer so, Musik muss auch ein bisschen politisch sein und sozial. Sonst, wenn ich nur für mich übe, ja, dann kann ich auch ein Buch lesen. Ich glaube, wir alle haben wirklich mit Herz diesen Eindruck, das ist was Großartiges, was Sie da auf die Beine gestellt Tolles. Haben. Welche soziale Funktion, wir reden auch ja immer über Zusammengehörigkeit, kann Musik einfach haben? Also ich denke, was ganz Besonderes ist an Musik ist, wie sie Gemeinschaft in Gruppen fördern kann. Also Sie sagten zum Beispiel, dass so ein soziales Netz entsteht, Beziehungen, wo man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann, zum Beispiel, wo man sich gegenseitig vertrauen kann. Wenn wir uns an Musik beteiligen, also zusammen singen, klatschen, trommeln, stampfen, tanzen und so weiter, dann kommen wir in Kontakt mit anderen Menschen, wir kommunizieren mit anderen Menschen, wir bewegen uns gemeinsam mit anderen Menschen, dadurch kooperieren wir auch automatisch miteinander. Wir schwingen emotional gemeinsam zusammen, wir erleben sozusagen gemeinsam die gleichen Good Vibrations. Und das sind alles Dinge, die den sozialen Zusammenhalt stärken. Und dazu zu gehören, zu einer Gruppe zu gehören, ist uns ein tiefes, menschliches
Bedürfnis. Und die Befriedigung dieses Bedürfnisses mit Musik ist etwas, was uns glücklich macht. Nicht nur Schokolade und dicke Autos und Geld, die können uns viel Spaß machen, aber nicht glücklich. Ist es so, das wird hier, glaube ich, viele interessieren, dass Musikerinnen und Musiker ein jüngeres Gehirn haben? Ja, das stimmt tatsächlich. Also Musik machen hält jung und das ist auch durch meine Lieblingsstudie des letzten Jahres sehr schön belegt worden. In der hat man das Gehirnalter von Musikern und Nichtmusikern verglichen. Das Gehirnalter kann man messen anhand magnetresonanztomografischer Aufnahmen, MRT. Einige kennen das aus dem Krankenhaus. Und in der Studie hat man gefunden, dass das Gehirnalter vor allen Dingen von den Amateurmusikern um mehrere Jahre jünger war als das von den Nichtmusikern. Und auch also einige Jahre jünger als deren biologisches Alter, also als deren tatsächliches Alter. Glück gehabt. Klingt doch Glück gehabt. Ist ja nochmal gut gegangen. Ja. Herr Niedecken, Sie haben ganz am Anfang die Beatles gehört, da haben wir schon drüber geredet. Es waren aber auch die Stones wichtig, es war Bob Dylan wichtig. Was haben die dann gemacht in Ihrem Leben? Was haben die denn wirklich also verändert? Die Beatles haben mich für Musik interessiert. Mhm. Bob Dylan hat mich für Lyrik interessiert. Das war ja, als Bob Dylan in das Leben der meisten dieser Beat-Musiker trat, hat sich diese Musik ja auch verändert. Diese ersten Beatles-Songs, wo er da sagte, da hört er was anderes an, hast du natürlich recht mit. Das waren keine, das war Boy Meets Girl-Texte, das war nichts Großartiges. Und dann haben die irgendwann alle Bob Dylan kapiert und dann gab es einen Niveausprung immens. Die Rolling Stones waren sehr, sehr wichtig für uns, weil das war die Revolte. Marilyn Manson waren unsere Stones halt. Und schon alleine sich als Stones-Fan zu erkennen zu geben, das war Moment mal. Also die haben uns gezeigt, wie man auch mit Autoritäten umgehen kann. Das hat uns natürlich, das waren Role Models sozusagen. Und dann gab es die Kings, K-I-N-K-S, ja. Und das war, die haben dafür gesorgt, dass wir bodenständig geblieben sind. Das war eine proletarische Band, ohne den Proll rauszuhängen. Also wenn die Kings gesungen haben, I'm not like everybody else, das war eine Hymne für uns. Wir wollten nicht wie alle sein und demnach haben wir uns dann auch benommen. Das war nicht immer karrierefördernd in der Schule, aber es waren halt unsere Helden und es hat mir sehr gut getan. Ich habe mich dadurch selber gefunden. Sie haben Aufsatz geschrieben, Sympathy for the Devils, sind deswegen von der Schule geflogen. Mehr oder weniger. Aber viele ihrer Helden von damals, die haben Sie ja später kennengelernt, näher kennengelernt sogar. Sie sind gut befreundet mit Bruce Springsteen, einem Weltstar. Will man diese Idole überhaupt kennenlernen? Sollen die zu Menschen werden? Also mit Bruce und mir ist es so, wir sind aus der gleichen Generation. Das Erste, wenn wir uns treffen, ist, nachdem wir abgefragt haben, was die Familie macht, ist, hast du das neue Dylan-Album gehört? Und was meinst du? Und dann geht es erstmal über Bob Dylan. Und das sieht die Generation, die uns beeinflusst hat, das waren die etwa 10 Jahre älteren Kollegen. Also Bruce Springsteen, man weiß, dass er Like a Rolling Stone im Auto seiner Mutter gehört hat und er hat sie gebeten, rechts ranzufahren, damit er sich das in Ruhe anhören könnte, ohne Fahrlärm. Und er war genauso von den Socken wie ich. Als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, so, das will ich machen. Genau das will ich machen. Reden wir aber nicht immer nur über die anderen. Auch Sie haben eine lange, prallvolle Karriere hingelegt. Dieses Lied macht Wolfgang Niedecken und seine Rockband Bab 1982 deutschlandweit bekannt. Und das trotz kölschen Dialekts. Schon seit den 70er Jahren tourt Niedecken mit den Kölschrockern. Seine Stimme nutzt der Musiker aber auch, um sich für andere stark zu machen. Für sein politisches und soziales Engagement wurde er mehrfach ausgezeichnet. Bereits 2012 wurde er für sein Lebenswerk geehrt, für ihn jedoch kein Anlass, in den Ruhestand zu gehen, denn Wolfgang Niedecken lebt Rock'n'Roll und er hat noch viele Geschichten zu erzählen. Ist es richtig, dass Sie als Kind Archäologe werden wollten und in den Trümmern von Köln nach Dingen gesucht haben? Ja, ich bin ja in den Trümmern aufgewachsen, bin 51 geboren und
wir haben in Trümmern gespielt, haben uns auch nicht gefragt, was das eigentlich war. Das waren für uns tolle Abenteuerspielplätze und wir haben alles Mögliche ausgegraben und haben dann das auch so schön sauber gemacht. Was haben Sie da gefunden? Was war das? Ja, weiß ich nicht, ein Suppenbott, Gabeln, Löffel, Kamm, irgendwelches Zeug. Aber auch Granaten und so. Also ich weiß noch, dass viele meiner Mitschüler, die haben dann wir waren 10 Jahre alt, haben eine Granate gesehen. Einer hat probiert, wie das ist, wenn man mit dem Hammer draufhaut und einen Nagel reinhaut, den hat es die Hände zerfetzt. Also waren viele Gott sei Waffen nicht, noch, Bomben und Granaten noch rumgelegen. Ja, in der Kölner Südstadt bin ich halt aufgewachsen. Da lagen, die Häuser waren zerbombt. Ja. Da war wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass da Granaten noch rumliegen. Aber meine Mutter war halt mit mir, als ich dann sehr klein war, im Rautenstrauch-Joosten-Museum. Das ist ein Völkerkundemuseum. Das hat mich fasziniert. Diese Vitrinen, wo dann Sachen ausgegraben waren, wo das dann dran stand, was das gewesen sein. Ich wollte sowas werden. Ging es denn da auch darum, so dem Alltäglichen aus der Vergangenheit einen Wert zu geben? Ja, also das habe ich mir natürlich nicht theoretisch überlegt, aber ich habe mit diesen Gegenständen, die ich da gefunden habe, assoziiert, was ist damit passiert? Jeder Gegenstand konnte eine Geschichte erzählen. Denn genau genommen, ich bin ja Geschichtenerzähler. Wollte ich sagen, sind Sie nicht immer noch in dieser Richtung musikalischer Archäologe? Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, es kann so ein kleines Ding kann zu einem Song führen. Manchmal ist es so, dass das ein Wort oder ein Satz irgendwo mitten aus dem Song nach vorne oder nach hinten wuchert und auf einmal merkt man, hoppla, der ist nicht mehr aufzuhalten. Das scheint ein Song zu werden. Wenn wir bei diesen Fundstücken sind, ich war in dieser Woche in meinem Elternhaus. Wir hatten da einen Wasserschaden im Keller und da bin ich hin und musste so ein paar Kisten, die unten nass geworden sind, umräumen. Und da bin ich in einer Kiste auf ein Heft, ein Schulheft meiner Mutter gestoßen von 1954, da war sie 12. Und da waren Aufsätze drin, die hatte ich, meine Mutter lebt leider nicht mehr, noch nie in meinem Leben gelesen. Also so, was sie erlebt hat in einem Sturm und der Onkel, der sie dann gefunden hat und so weiter. Wie wichtig sind Ihnen solche Erinnerungen, Familienerinnerungen, Fotos, alte Kisten mit Fotos? Für mich sind die ganz wichtig. Ich bin auch der Archivar der Familie. Also wenn eine Tante oder ein Onkel stirbt, dann wissen die in der Familie ganz genau, wo die alten Fotoalben hingehören, nämlich zu mir. Vor gutem Jahr habe ich in New Orleans ein Album aufgenommen, das Familienalbum Reinrassige Straßegötter heißt das, also ein Oxymoron. Ein Begriffspaar, wo sich die beiden Worte gegenseitig ausschließen. Ich habe dieses Album gemacht, weil ich habe das dringende Gefühl, die Songs, die ich innerhalb dieser paar und 40 Jahre auch über meine Familie geschrieben habe, wo meine Familie drin vorkommt, dass ich die mal sammeln will und praktisch in einem Flow, in einem Sound aufnehmen wollte. Diesen Wunsch habe ich mir erfüllt und das war ein großes Erlebnis, das so hintereinander zu lesen und zu spielen, das auch nochmal zu erleben. Das war auch für meine Familie, glaube ich, ganz wichtig. Sie haben vorher auch ein Album gemacht, da haben Sie die Songs, die Sie für Ihre Frau gesungen haben in den letzten 25 Jahren zusammengestellt. Mal eben erwähnt, Sie sind auch da. Herzlich willkommen, Tina, hier bei uns im Nachtcafé. Aber bleiben wir bei Ihnen als Geschichtenerzähler, als Erinnerungssammler. Wir sehen auch mal ein Foto, ich glaube, das ist von 1917. Wer ist da wer? Oh, das ist ganz oben links ist mein Vater. Und das sind seine drei Schwestern, seine zwei Brüder und die Großeltern. Das war eine Winzerfamilie aus Unkel am Rhein. Die mussten alle, nachdem dann zwischen den Weltkriegen die Reblaus aus Amerika eingeschleppt wurde, mussten die alle einen anderen Beruf erlernen. Und mein Vater ist ganz mutig ausgewandert, 50 Kilometer den Rhein runter nach Köln. Und in Ihren Geschichten erzählen Sie aber auch viel über sich immer wieder. Also Bab, das weiß, glaube ich, auch nicht jeder, steht ja für Vater, für Papa, für Bab. Und verdammt lang her, das haben wir gerade noch gehört, ist auch ein Lied, das von Ihrem Vater handelt. Nee. Und es ist auch ein Lied des Bereuens. Ja. Was haben Sie bereut? Ja, ich habe bereut, dass wir uns in den Jahren zwischen meiner Pubertät und seinem Ableben uns immer weniger unterhalten konnten. Wir sind teilweise politisch aneinander geraten.
Ich habe in den letzten 10 Jahren seines Lebens immer wieder versucht, irgendwie noch mal Kontakt zu kriegen, mit ihm über Sachen zu reden, wo wir schon mal drüber geredet haben. Und irgendwie, es hat aber alles nicht funktioniert. Wahrscheinlich hat es auch deswegen nicht funktioniert, weil er sich hauptsächlich Sorgen um mich gemacht hat. Weil ich war nun mal das schwarze Schaf in der Familie und er hat sich nie vorstellen können, dass ich meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen könnte mit dem, was ich machte. Weil ich habe Malerei studiert und habe dann doch wieder, obwohl ich versprochen hatte, ich fange nie wieder mit der Musik an, während des Zivildienstes noch mal mit Musik angefangen. Dann hat er unser erstes Album noch miterlebt. Das war für ihn als Konservativen, das waren alles unfassbare Frechheiten, was ich da gesungen habe. Und er fand auch außerdem, dass da ein Mädchen singen müsste, was auch was darstellt und nicht ich. Ja, das war für ihn nichts. Und er war besorgt um mich. Und das kann ich auch gut verstehen. Das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Und diese Sorge wollte ich ihm aber nehmen. Weil ich war ein sehr fleißiger Kunststudent. Ich war nicht dem Bohème-Leben hingegeben, sondern ich war morgens um 10 Uhr an der Staffelei und ich habe so lange gemalt, bis mir die Augen zufielen. Bin zu allen Kursen gegangen, alles richtig gemacht, ein gutes Examen gemacht. Aber ich war halt brotloser Künstler, das muss man ganz klar sagen. Wenn Sie diese Texte schreiben, wenn Sie darin reflektieren, wenn Sie jetzt auch sagen, Sie haben in Ihrem Familienalbum ja im Prinzip eine 100-jährige Geschichte Ihrer Familie reflektiert, hilft Ihnen das auch, Erinnerungen, so ein bisschen wie beim Archäologen, so Erinnerungen zu ordnen, Ihr Leben zu reflektieren? Das hilft wunderbar. Ich muss halt immer aufpassen, dass ich mir das nicht so zusammenpuzzle, wie ich es gerne hätte, sondern dann auch diese Schwachstellen in der Familie weiterhin bemerken, mir das nicht schön zu reden. Es war nicht alles toll, was da gelaufen ist. Auch dann in der späteren Geschichte, wo mein erster Familienversuch, das war nicht toll. Man hat nicht immer nur Home Runs. Es geht auch schon mal was in die Hose. Wir haben gehört, Musik hält jung. Wie ist das jetzt für Sie, wenn Sie jetzt in den 60ern sind, an 70 denken, wird die Schaffenskraft geringer oder der Wunsch? Oder ist es eher noch stärker, dass Sie sagen, gerade jetzt? Also ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich Texte für neue Songs schreibe. Und ich bin unglaublich glücklich, dass ich mich nicht wiederhole, dass ich merke, das geht weiter. Da hat man immer Angst, immer nachher, wenn ein Album fertig ist, jedenfalls mir geht das so, ein Album ist fertig, ich denke, das war das letzte Stück, was mir jemals eingefallen ist und es wird garantiert, das kann nicht, ich mir kann, was soll man denn noch einfallen? Das hatte man früher auch schon, ja. Vor 20 immer. Jahren auch schon. Ja. Ja. Meine Frau winkt immer ab, ja, die fällt nie mehr, was ja. Ist schon klar. Ja. Und wenn dann das erste Ding einfällt und dann, hoppla, das habe ich ja noch nie geschrieben und das ist ja ein vollkommen anderer Aspekt. Und auf einmal habe ich das große Glück, dass ich mit wunderbaren Musikern zusammenarbeite, wo ich dann meistens die Texte auf eine fertige Musik, auf eine fertige Komposition draufschreiben kann. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Das ist so wie in der Zeit, wo ich hauptsächlich Maler war, wenn ich dann morgens irgendwann im Morgengrauen wieder zu mir kommen, draußen wird es ja schon wieder hell, aber das Bild ist toll, was ich da gemalt habe. Und dann stehst du irgendwie unter der Dusche und denkst, boah, ist das irre, was habe ich für ein Schwein, dass ich damit mein Leben verdienen darf. Das ist ein Privileg. Wenn wir all das sehen, was Sie geschaffen haben, all diese Songs, die sich zusammensetzen, halten wir damit auch ein bisschen Wolfgang Niedecken fest? Ja, mal gucken, für wie lange, aber ich hoffe halt, dass schon was übrig bleibt. Natürlich will man das, was übrig bleibt. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, der Aspekt, man hat mal Keith Richards gefragt, was dann auf seinem Grabstein stehen soll. Und er hat gesagt, schreibt drauf, he passed it on, er hat es weitergegeben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielen Dank, Wolfgang Niedecken. Ist dann, wenn er das so sagt, ist dann das, was von ihm bleibt, Konstantin Wecker, irgendwann mal, ist das dann die Poesie? Ich glaube ja. Ich wollte ja früher, als Pubertierender, wollte ich unbedingt Opernkomponist werden. Hab dann ja auch studiert und so weiter. Und irgendwann kam mir dann Puccini dazwischen, weil ich mir gedacht habe, sowas Großartiges wie die Tosca kann ich eh nicht mehr komponieren. Es gibt's auch schon. Dann lass es bleiben, dann wende ich mich lieber der Kleinkunst zu. Ich denke ja, diese Ahnung, die du über die Poesie und auch über die Musik bekommen kannst, was noch alles sein kann und was noch alles auch tief in unserem eigenen innersten Wesen klingt,
und vielleicht auch schon geschrieben ist. Und dir wird sicher auch so gehen, in den glücklichsten Momenten, wo einem das Schreiben passiert, da hat man das Gefühl, das ist schon lang in einem geschrieben gewesen. Man muss es nur noch rauslassen. Gell? Und oft ist es ja auch so, dass man sagt, ein Song kann viel schlauer sein als der Mensch, der ihn geschrieben hat. So ist es. Und Musik entsteht nicht nur. Meine Lieder waren immer klüger als ich. Musik entsteht ja nicht nur in glücklichen Momenten. Frau Röder, wir kommen zu Ihnen jetzt. Sie haben schon seit Ihrer Kindheit Stücke für Klavier geschrieben. Sie haben komponiert. Sie sind ein sehr musikalischer Mensch. Später kam dann auch noch Heavy-Metal-Musik dazu. Sie spielen in einer Heavy-Metal-Band. Als Sie vor einigen Jahren dann schwanger geworden sind, da wollten Sie aber ganz bewusst keine Musik hören. Man muss dazu sagen, mit Ihrem Mann sind Sie seit 2008, glaube ich, zusammen. War Ihre Tochter damals ein Wunschkind? Ja, natürlich. Ja? Das war ein Wunschkind. Wie sollte sie heißen? Sie sollte Olivia heißen. Weil? Was stand? Mein Mann heißt Olivier. Ja. Er kommt aus Frankreich. Und ich wollte, dass mein Kind nach meinem Mann und nach meiner Mutter benannt wird. Olivia Anna. Und haben Sie dann, wenn Sie keine Musik hören wollten, haben Sie dann bewusst die Stille gesucht? Warum wollten Sie als musikalischer Mensch gerade während der Schwangerschaft? Ich kann es bis heute nicht erklären. Das war einfach ein Gefühl, vielleicht auch eine Vorahnung, dass ich nicht viel Zeit habe mit diesem Kind. Und ich wollte mich nur darauf konzentrieren und diese Zeit genießen. Eventuell war das so, ich weiß es nicht. Es kam dann der 16. Januar 2014. Was ist dann passiert? Was ist dann vor sich gegangen? Ich hatte ganz überraschend Blutungen und wurde in die Klinik eingeliefert. Und dann wurde unsere Tochter geboren als Frühchen und sie hat es leider nicht geschafft. Und konnte sie da irgendjemand stützen oder wie waren die nächsten Tage? Mein Mann war die ganze Zeit dabei. Er war auch bei der Geburt dabei. Und er war mir eine ganz große Stütze die ganze Zeit danach und auch bis heute. Und die Musik? Was war mit der Musik? Ich konnte auch danach keine Musik hören. Es war einfach, ich habe die Stille gesucht, ganz bewusst. Überhaupt gar keine Musik und auch meine eigene nicht. Ich habe auch nicht komponiert. Ich habe mich davor gescheut, mich ans Klavier zu setzen, weil das einfach viel zu schmerzhaft gewesen wäre. Ich weiß, dass das immer ein sehr emotionaler Prozess ist und ich wollte das nicht an mich heranlassen. Ich war noch nicht bereit und das ging ungefähr 9 Monate lang so. Wie war das denn bei Ihrem Mann in dieser Zeit? War das da ähnlich? Konnte der auch keine Musik hören? Sehr wenig. Aber er hat Musik gehört, im Auto definitiv, aber ansonsten sehr wenig. Sie sagen, Sie haben sich da ja auch gegenseitig gestützt. Oft hört man ja auch, wenn so etwas passiert, dass das auch für eine Beziehung nicht einfach sein kann, dass das auch eine Zerreißprobe sein kann. Wie war das für Sie in dieser Zeit? Es war auch schwierig, wobei ich muss sagen, wir haben uns gegenseitig gestützt. Unsere beiden Familien sind weit weg. Wir haben wenig Freunde. Es gab eine Familie, die uns unterstützt hat, unsere besten Freunde. Sie waren natürlich immer für uns da. Ansonsten, wir haben uns auch ein bisschen isoliert, würde ich sagen, von der Öffentlichkeit. Sie haben ja auch als Musiklehrerin gearbeitet. Sie haben dann aber ja auch in dieser Zeit dann mit Musik zu tun gehabt. War das für Sie dann schwer? Ja, manchmal ganz schwer. Zum Beispiel Balladen von Schubert und Erlkönig, sowas konnte ich nicht im Unterricht machen. Ich habe das dann versucht abzuschalten, um ehrlich zu sein. Manchmal kann man das einfach nicht weglassen und dann schaltet man bewusst ab. Also es war Stille während der Schwangerschaft, vielleicht eine leise Vorahnung, dann Stille, nachdem Sie Ihre Tochter verloren haben. Wie haben Sie sich denn dann der Musik angenähert? War das so ein schleichender Prozess oder war das dann auf einmal wieder da? Man könnte sagen, das war auf einmal wieder da. Ich war auf der Autobahn unterwegs mit dem Auto und ich schreibe sonst keine Texte. Ich kann mich nur über die Musik sehr gut ausdrücken, ansonsten bin ich keine gute Rednerin, würde ich mal sagen. Und in dem Moment hatte ich einfach einen Text im Kopf und musste einfach auf den nächsten Parkplatz fahren und das aufschreiben. Dann fuhr ich ein Stück weiter und dann kamen auch die nächsten Strophen und Refrains und das Lied war fertig, als ich zu Hause angekommen bin.
wie gesagt, wir hatten vorher schon ein Album aufgenommen und das war das nächste Album und ich habe dann dieses Lied auch zum Titelsong des Albums gemacht. Es handelt sich um Death Does No Deal Lied. Und als worum ging es da inhaltlich? Es geht darum, dass der Tod keine Geschäfte macht. Man kann drum betteln und sagen, nimm doch lieber mich, statt ein unschuldiges Kind, aber er hört nicht drauf und er antwortet auch ganz klar und brutal, ich mache keine Geschäfte. Wie war das denn für Ihre Bandmitglieder, dass Sie dann zurückkamen, auch als Sängerin dieser Heavy-Metal-Band, aber es plötzlich um diese Texte und ja um wirkliche Trauerverarbeitung ging? Es war ganz schwierig. Ich war nach diesem Lied habe ich mich dann entschieden, ich werde jetzt komponieren. Ich habe mich dann hingesetzt und es gab auch ziemlich schnell auch die Musik zu diesem Text. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen zu meinen Bandmitgliedern und habe sie gebeten, wiederzukommen, denn wir werden wieder proben. Leider gestaltete sich das ein bisschen schwieriger, weil daraufhin haben uns dann kurz später zwei Bandmitglieder verlassen. Und ich wollte aber nicht aufgeben. Für mich war das zwar ein Rückschlag, aber ich wusste, es gibt jetzt ein Ziel, ich gehe jetzt wieder weiter. Als die Platte herauskam, haben Sie auch eine Anstellung als Musiklehrerin verloren. Warum? Aufgrund dessen, dass ich in einer Heavy-Metal-Band spielte. Man muss dazu sagen, im Video eines Songs, da sieht man ein leeres Wiegenbett, man sieht einen Friedhof, man sieht das Grab ihrer Tochter. Ich glaube, damit wir uns alle das hier im Nachtcafé vorstellen können, zumindest ein kurzer Ausschnitt aus diesem Video. Würden Sie sagen, inwiefern hat Ihnen die Musik bei der Trauerarbeit oder bei der Trauer insgesamt geholfen? Sehr. Also ich kann sagen, ich habe das erst verarbeitet, nachdem dieses Album dann veröffentlicht wurde. Im Studio selbst war das noch nicht so weit. Ich konnte zum Beispiel ein Lied nicht einsingen. Es gab mehrere Versuche. Ich musste immer wieder weinen. Und ich kann nur sagen, ein Glück, dass mein Mann dabei war, dass er auch in dieser Band ist und dass er auch dasselbe Gefühl hat und mich da stützen konnte. Wie geht das? Wie und warum kann Musik bei Trauer helfen, in Trauerphasen? Können wir nur drüber spekulieren, aber es ist so, dass wenn wir gemeinsam Musik machen, uns an Musik beteiligen, im Gehirn körpereigene Opioide ausgeschüttet werden. Und das sind Botenstoffe, die uns quasi trösten. Und darüber hinaus stellen diese Botenstoffe leichter Bindungen zu anderen Menschen her. Das fällt uns mit diesen Botenstoffen leichter. Auch wahrscheinlich ein Grund in dem Chor, über den Sie gesprochen hatten. Und diese Botenstoffe führen auch dazu, dass sie Schmerzen lindern. Können wir sagen, dass Ihre Tochter in der Musik, die Sie da komponiert, geschrieben haben, in den Texten auch einen bleibenden Platz jetzt in Ihrem Leben gefunden hat? Auf jeden Fall. Ja? Ich kann heute über sie sprechen. Ich konnte es früher nicht. Ich konnte überhaupt nicht sprechen früher. Ich meine, nach dem Tod meiner Tochter konnte ich nur weinen. Sie haben gerade so im Nebensatz gesagt, Sie sind keine gute Rednerin. Ich finde das erstens gar nicht. Und zweitens muss man sagen, dass über dieses Thema, dass viele Frauen ihre Kinder verlieren in einer fortgeschrittenen Schwangerschaft, sehr wenig geredet wird. Ich finde zu wenig. Ich finde es toll, dass Sie das Wort ergreifen und darüber reden. Und wir finden es natürlich auch sehr gut, dass Ihnen die Musik so geholfen hat bei Ihrer Trauer. Vielen Dank dafür, dass Sie hier sind. Musik, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann nicht nur bei der Trauer helfen, sie kann auch Hoffnung machen. Rami Bassisa, ein Foto ist um die Welt gegangen, ein Foto, das ganz viel Hoffnung macht und das aber gleichzeitig auch sehr eng verbunden ist
mit der Musik. Man muss dazu sagen, Sie können gut Deutsch sprechen, aber wir übersetzen Sie trotzdem einfach nochmal, damit Sie noch freier reden können in Ihrer Muttersprache. Sie haben bereits als Kind mit dem Musizieren begonnen. Sie sind auch in Syrien schon als Musiker unterwegs gewesen, haben Auftritte gehabt. War das schon immer Ihr Traum, professionell Musik zu machen? Als ich dann 8 Jahre alt war, habe ich bei einem Geigenlehrer begonnen und wir haben orientalische Musik gespielt. Und damals war ich in der Schule ganz gut. Aber als ich dann 13, 14 war, konnte ich mich auf die Schule kaum noch konzentrieren, weil ich nur noch Geige gespielt habe. Und wenn der Lehrer mir was erklärt hat in der Schule, habe ich nur geträumt, von der Musik geträumt. 2015 sind Sie dann wegen des Bürgerkriegs aus Syrien geflohen. Und das, was Sie mitgenommen haben, war Ihre Geige. Warum? Und hat das jeder verstanden? Ja, das stimmt. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Geige mitnehmen muss. Mein Onkel hat mich auch gefragt, wieso nimmst du das Ding jetzt mit? Aber ich hatte schon Freunde, die in die Türkei geflüchtet waren und die dort auf der Straße Musik gespielt haben. Ich hatte noch Kontakt zu denen. Ich habe mich denen dann auch angeschlossen. Wir haben zusammen gespielt und das war was sehr Schönes. Sie wollten dann über das Mittelmeer mit Schlepperbooten fliehen, aber diese Schlepperboote waren total überfüllt und sind untergegangen. Sie sind dann wieder zurückgeschwommen. Was war mit der Geige? Wie haben Sie die gerettet? Ja, wir haben es 5-mal versucht, von der Türkei nach Griechenland überzusetzen. Wir waren 40 Personen, also eine sehr große Gruppe. Und habe einen Freund, auch spielt Klarinette. Und wir haben erstes Mal die Instrumente ausgeklebt. Und ja, aber ich glaube nicht, erstes Mal haben wir nicht im Wasser. Kommt ein Gendarme und haben wir sind weggegangen. Aber nächstes Mal haben wir auch noch wieder die Instrumente ausgeklebt. Und als wir im Boot nur 150 Meter, dann geht nicht, Boot ist kaputt. Und wir sind Junge, wir sollten zurück schwimmen und fahren halt. Und die Geige, wo war die genau, Geige? Mit meiner Hand. Aha, okay. Genau. Und kann معي سترة نجاة. Ich hatte eine Rettungsweste. Aber mit Rettungsweste zu schwimmen, das braucht auch Übung. Und als wir dann am anderen Ufer waren, haben wir den Geigenkasten aufgemacht. Aber das Wasser war natürlich eingedrungen. Also die Geige war schon ein bisschen beschädigt. Genau. Sie sind dann in Griechenland angekommen und gerade als Sie die griechisch-mazedonische Grenze überquert hatten, ist dieses Foto entstanden, das um die Welt gegangen ist. Wir sehen das hier auch. In welcher Stimmung waren Sie da? Damals waren wir 12 Tage in Griechenland gewesen und haben versucht, die Grenze zu überqueren. Die mazedonische Armee hatte die Grenze aber abgeriegelt. Und beim ersten Mal ging es nicht. Das zweite Mal war auch sehr schwierig. Und als wir die Grenze dann einmal überwunden hatten, war das wie ein Traum. Und aus Freude wollte ich irgendwas tun. Ich konnte natürlich nur Musik spielen. Was haben Sie denn gespielt? Ich habe Vivaldi, die 4 Jahreszeiten, gespielt. Frühling habe ich gespielt, genau. Und habe Ode to Joy, aber ich wusste gar nicht, das ist für Hymne, für ganz Europa.
die Ode an die Freude. Genau, ich wusste das gar nicht. Mhm. Aber diese Melodie ist very international. Sehr international. Alle Leute kennen diese Melodie. Und ich wusste gar nicht, dass die Leute hier, wenn sie hören diese Melodie, weinen oder sehr glücklich, froh. Ja, das war so spontan. Als Sie dann auf der Flucht in Serbien waren, mussten Sie noch mal 2 Tage ohne Wasser ausharren. Dann hat ein Grenzbeamter Ihre Geige gesehen. Und was ist dann passiert? Ja, genau. Das war eine sehr schwierige Zeit. Wir mussten 2 Tage aushalten in einer Art Lager oder eher einem Gefängnis. Und wir mussten uns in der Reihe anstellen oder darauf warten, dass wir ein Papier bekommen und dann weitergehen können nach Ungarn. Und in der Zeit, da gab es ein arabisches Fernsehteam und die haben mit uns gesprochen. Und ich habe dann versucht, der Moderatorin zu erklären, in welcher schwierigen Lage wir sind. Dann kam die Polizei oder diese Sicherheitsmitarbeiter und die haben mich dann da weggezerrt. Dann wollte ich nicht nochmal 2 Tage warten und habe das auch gesagt, ich kann jetzt hier nicht länger bleiben, aber nachts war einer der Wächter, der mich auch dort weggedrängt hatte, der sah dann diese Geige und fragte mich dann, was ist denn das, was du da dabei hast? Ich habe gesagt, eine Geige. Spielst du Geige? Natürlich kann ich Geige spielen, habe ich gesagt. Und dann habe ich ihm was vorgespielt, Vivaldi, den Frühling. Und das fand er toll. Dann hat er mich gefilmt und seine Frau angerufen und ihr erzählt, was sie hier Tolles gesehen hat. Dann hat er mich wieder reingebracht und hat mir sofort dieses Formular gegeben, mit dem ich weiterreisen konnte. Also ich musste dann noch 2 Stunden auf meine Freunde warten, weil ich das Formular schon vor ihnen bekommen hatte. Also ohne die Geige hätte ich es vielleicht gar nicht hierher geschafft. Diese Geige, das hat die Laune dieses Grenzbeamten so verändert, dass er mir dann helfen wollte. Super. Sie sind dann nach Deutschland gekommen. Die Geschichte dieser Flucht können wir gar nicht komplett erzählen. Aber eins sollten wir sagen, die Geige, die da jetzt wieder neben Ihnen liegt, die diese Reise mitgemacht hat, die ist vorübergehend sogar verloren gegangen. Sie waren dann aber in Deutschland. Sie haben von jemandem, der davon gehört hat, dass Sie spielen, wieder eine Geige geschenkt bekommen. Sie waren dann auch in einer Sammelunterkunft in Baden-Württemberg mit vielen, vielen anderen Flüchtlingen. Wie haben Sie da geprobt? Wo haben Sie da gespielt? Da gab es ein Zimmer draußen mit 5 oder 6 Waschmaschinen. Und dann habe ich die Noten auf die Waschmaschine gelegt, obwohl die auch liefen, es war also schrecklich laut, und habe dazu gespielt. Und das Papier hat so gezittert und ist immer dann mit der Zeit runtergefallen. Sie haben dann auch ein Pfarrersehepaar kennengelernt, das ist auf Sie aufmerksam geworden. Die haben Sie eingeladen, in der Kirche zu spielen. Und die Geschichte geht wirklich noch unglaublich weiter. Sie haben dann nämlich über Facebook Kontakt bekommen, beziehungsweise hat sich ein Musikproduzent an Sie gewandt. Und um die Geschichte kurz zu machen, das Musiklabel dieses Musikproduzenten hat eine Platte mit Ihnen verlegt. Dazu erstmal Gratulation für diesen Weg. Wenn Sie diese Geschichte sehen, denken Sie manchmal selbst, das kann ich nicht glauben? Ja, diese Geschichte ist ein bisschen wie ein Traum. Die ist wirklich unvergesslich. Also auch meine Flucht von Syrien bis Deutschland,
Das ist ein Film, der mir täglich im Kopf abläuft. Ich weiß auch, welche Kraft Musik hat, Herr Wecker? Das zeigt vor allem die ganze Erzählung, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir mal sehen sollten, wie wichtig es ist, Flüchtlinge ins Land zu lassen, ihnen zu helfen und dass sie nicht dauernd Terroristen sind, dass die meisten, die allermeisten so sind wie er und dass es notwendig ist, sie zu unterstützen. Die Geschichte geht noch weiter. Sie haben diese Platte aufgenommen und Sie waren dann sogar, Sie haben gespielt in der Royal Albert Hall in London. Oh. Hey. Also auch das. Was haben Sie da gespielt? Ich habe Schindlers Liste gespielt. Aha. Schindlers Liste. Mhm. Und ein Musikfilm heißt Taras Lied. Mhm. Und wie emotional war das für Sie in der Albert, in der Royal Albert Hall? Ich musste weinen. Das war ein überwältigendes Gefühl. Ich war sehr aufgeregt und nervös, aber als ich zu Ende war, haben die Menschen geweint und ich habe mitgeweint aus Freude. Das war ein ganz tolles Erlebnis für mich. Zum ersten Mal war ich der Solist in einem Orchester. Wir freuen uns sehr mit Ihnen, das kann man jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Das Thema der Sendung ist heute, Musik ist mein Leben. Sie studieren heute Musik auch in einer Hochschule in Stuttgart. Können Sie sich ein Leben ohne Musik vorstellen? Bestimmt nicht. Ohne Musik könnte ich gar nicht leben. Auch wenn es mir mal schlecht geht oder ich mich beim Üben schlechten fühle oder es nicht so richtig klappt. Oder wenn ich deprimiert bin, dann macht die Musik mich wieder fröhlich. Könnten Sie sich denn vorstellen, für uns hier heute nochmal die Ode an die Freude zu spielen? Ja. Das war doch eine klare Antwort. Dann sage ich erst einmal, Musik ist mein Leben. Vielen Dank an diese Gäste hier heute. Dankeschön. Auch an Sie. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema Magie der Liebe. Jetzt aber der Auftrittsapplaus. Ihre persönliche Version der Ode an die Freude. Vielen Dank, Rami Basisa.